Ja, dann kommen wir nun zur Katalog Nummer 31. Das ist der in Oldenburg gezogene Hengst Fürst Fabrice. Ein Sohn des Fürsten, war aus einer Sandro-Hit-Mutter, gezogen von Arnold Wegbünder, ausgestellt von Gerd Sosat. Und es stellt ihn uns vor, Rike Schnieder.
Ja, meine Damen und Herren, ein Pferd auf dem richtigen Ausbildungspferd, ein Pferd mit allen Möglichkeiten. Zunächst der Trab, sehr fleißig und sehr schwungvoll. Vielleicht in den Wendungen, in den Schlangenlinien noch ab und zu mal so ein bisschen auf die Hand stützend, dann aber im Verlaufe der Aufgabe auch in der zweiten Verstärkung ganz bedeutend werdend, ein Pferd mit ganz sicherem Schwung und guter Aktivität aus der Hinterhand, vielleicht beim ersten Mal noch nicht ganz so zündend, ist es sicherlich auch noch ein Kraftproblem dieses Pferdes. Der Schritt geprägt, zu Anfang so ein bisschen festgehalten, da vielleicht ganz bei K, so in dem Übergang vielleicht so ein ganz kleines wenig Phasen verschoben, weil die Reiterin noch nicht den idealen Zug drauf kriegte, dann aber weiter fallen gelassen im Hals, immer bedeutender werden dieser Schritt und auch sicherlich hier eine ganz sichere und gute Gangart. Der Galopp geprägt von einem ganz klaren Dreitakt, sicher bergauf springend, vielleicht das Hinterbein noch so ein wenig mehr unter den Schwerpunkt springend, aber das ist ein junges Pferd, was sich in der Ausbildung befindet und auf dem richtigen Ausbildungsweg sich befindet. Das Pferd mit einer guten Maultätigkeit sehr zufrieden, vor allen Dingen wurde dieses auch ganz deutlich beim Zügel aus der Hand kauen, wo sich das Pferd fein öffnete, den Rücken gebrauchte und sicher an die Reiterhand heranzog. Ein Pferd, was sicherlich seinen Weg machen wird. Vielen Dank.